Ja, hallo Fotografiefreundin, herzlich willkommen zu einem kurzen Unboxing. Ich schaue was aus dem Hause Canon an, nämlich hier mal ein Standard-50er, Canon Lens ER50, 1.8er, Modell Nummer 2. Ist ein ganz einfaches 50er, aber schön lichtstark. Hat sogar nur ein Kunststoff-Bajonett. Aber wenn du nicht Profi-Fotograf bist, der alle 5 Minuten seine Objektive wechseln muss, spielt das keine Rolle. Das Ding kommt auf eine Kamera und bleibt ewig drauf. Dann ist es gut, hat halt den Vorteil. Die sind recht günstig zu bekommen. Kann man für, sag ich mal, ab 60 Euro schießen. Das hier ist in tadellosen, ungebrauchten Zustand. Die Linsen sind frei. Das Ding hat nicht mal Spuren oder Kratzer außen. Ja, sowas wird halt oft mal gekauft, weil die Leute das denen empfehlen. Und dann wollen die Leute, arbeiten sie dann aber doch bloß mit einem Zoom-Objektiv. Darum kriegt man oft gebrauchte 50er in einem ungebrauchten Zustand. Und die kosten auch nicht viel Geld so. Warum es aber heute geht, ist nur mal ein schnelles Unboxing, weil ich will wieder zurück auf den Drittlermarkt. Ich war da ja natürlich heute unterwegs. Viele coole alte Dinge gekauft, Bilder gemacht, schön von allen Furtwangern. Und als ich gerade den Bürgermeister treffe und ihn frage, ob ich ihn fotografieren darf, sagt er ja selbstverständlich, Hauser, war der Film voll. Das war natürlich passend, ne? War der Film an der Leica voll und ich musste erst mal nach Hause einen neuen, also mal schönen Film zurückspulen und einen neuen reinmachen. Das war jetzt aber gerade gut, da kam gerade die Boschlere und hat mir eine weitere Canon gebracht. Die werden wir jetzt nochmal hier schnell unboxen, schauen, ob sie okay ist, funktioniert. Und dann werden wir gleich mal einen Film einlegen, testen. Und da werden wir auf jeden Fall nochmal drüber berichten, weil das ist ein interessantes Gerät. Das ist eine Canon EOS RT. RT steht für Realtime. So viel kann man schon mal spoilern. Oh, die ist schwerer als gedacht. Ich dachte, die ist wirklich nur aus Kunststoff. RT steht für Realtime und die hat einen teildurchlässigen feststehenden Spiegel. Obwohl, so feststehend ist er nicht. Man kann einen ein- und ausschalten. Boah, ist die cool. Und das war natürlich, oh, boah, Alter, die sieht super aus. Geil in der Hand. Also, das hatten sie schon drauf. Diese Produktdesigner von damals hatten so ein, oh, jetzt kommt es noch drauf an. Hoffentlich habe ich da passende, oh, Akkus, Batterien, Scheibenkleister. Das könnte natürlich noch ein Problem werden, gell? Batterien habe ich nicht dran gedacht. Aber schaut mal, ist sie nicht wunderschön? Eine RT. Will noch nicht zu viel darüber berichten. Machen wir ein extra Video. Auch gleich zur 600er damals, aber mit der Möglichkeit mit dem Spiegel. Boah, auf RT, dann ist er mechanisch festgestellt und dadurch hatte das Ding eine wahnsinnig kurze Verschlusszeit. Dazu aber dann mal mehr in einem weiteren Video, wenn wir nur über die Technik dieser Kamera sprechen. Boah, die ist größer und schwerer, als ich erwartet habe. So, wir setzen hier mal an. Sieht das nicht endzeitgeil aus? Und die Kamera in super Zustand, die war noch billiger wie das Objektiv. Den Body habe ich nämlich für 50 Euro geschossen. Gucken wir mal noch hier rein. Naja, kaum Spuren. Hier ist was auf den Lamellen, aber das kann auch vielleicht nur Spur der Verwendung sein. Sehr schön. Die große Frage ist jetzt halt, wie sieht es mit Strom aus? Hier haben wir noch versteckte Funktionen. Und hier müssen wir mal den Batteriegriff aufmachen und mal nach Akkus schauen. Also hier mal als kleine Vorschau, als kleiner Spoiler. Demnächst werden wir mal ein ausführliches Review über die EOS RT von Canon. Jetzt gucken wir, dass wir die zum Laufen kriegen, Film einlegen und dann geht es wieder ab auf den Drittlermarkt. Also. So, danke fürs Reinziehen. Oh, die hat so eine geile Anlage. Danke fürs Reinziehen, bewerten, kommentieren. Ciao, bis zum nächsten Video. Macht's und bye bye, euer Hibli. Demnächst mehr von der hier. Cooles Teil.